Da sagt man lieber Dinge, die schon jeder kennt, aber man macht's halt trotzdem. Sehr schön. Nummer 1. Ich bin gespannt, wie schnell ich diesen Tempel hier über die Bühne bringe. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit öffnest du fast jedes Schloss hier. Ja. Ach, hallo. Die Eichel, die kann sie sonst verstecken. Ich habe eine Eichel, die reicht mir. Ja, Kompass und so, bla bla bla. Hier ist die Map. Okay, die ist ja auch speziell. Hier, oder gut Deutsch. Gut. Ist alles schon eine bessere Lösung, was sie hier gemacht haben mit den Map, mit der Map und hast alles drin. Das macht uns auf jeden Fall alles viel übersichtlicher. Weil die Details, sage ich jetzt mal, in der Map, sage ich immer, für die Dungeons ist schon perfekt gewählt. Man sieht schon ungefähr, wo was ist und so. Na gut, wenn man natürlich Map und so weiter gefunden, die Karte gefunden hat und den Kompass, dann ist natürlich alles auch eingezeichnet. Ist klar auch. Theoretisch gesehen, es ist schon alles gut gemacht. Ruhe. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie lange das Spiel überhaupt an sich, wie lange das geht an sich. Deswegen, wir müssen mal gucken. Ich gehe einfach davon aus, dass es ein relativ kurzes Let's Play wird, deswegen. Das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Aua! Hm. Da oben wollen wir aber jetzt nicht gehen, weil da gehen lieber andersrum. Drüben gibt es nicht auch noch ein Item. Hier drin ist glaube ich. Nee, alles toll. Ich war hier glaube ich die Karte zu finden. Ne? Okay. Ah, die Karte. Jetzt wurde mir, dann wird mir auch immer erklärt, wie ich sie öffne. Ja, schön. Aber man erkennt aber auch, wo man halt schon war und was man halt noch nicht gemacht hat und so. Kennt's halt. Ist halt. Ich würde fast sagen, Link's Awakening ist eins der simpelsten Zeldas, was dieses gibt. Aber auch schön, dass mich das Teil der Macht, das macht mich sogar noch schneller. Ein Schlüssel! Ich glaube, im Original war ja eigentlich eine Dings drin, ein Rubin. Aber gut. Auch so. Noch eine Truhe. Schön. Hier ist ein Rubin. Ans Rubine, sehr schön. Da brauche ich eine Bombe, die habe ich noch nicht. Mal vorsichtig nach oben. Ich glaube, das ist sowieso noch eher. Ich habe drei Schlüssel. Das ist immer gut, also kann ich ja auch ohne weiteres einfach lang. Yes. Den nicht gehört. Ich dachte, ich kann irgendwie. Egal. Aber ich glaube, in dem erste, was ich hier finde, ist glaube ich, wenn ich damit ich alles täusche, ist die Sprungfeder. Na komm her. Weg. Versuche heute in den Stream aber möglichst zwei Tempel gleich schon zu schaffen. Aber ich weiß halt noch nicht. Damit man schon einen ordentlichen Sprung im Spiel voran schafft. Wow! Mit Mann.
Edgy Badge. Aus den Greifenfedern. Du fühlst dich plötzlich viel leichter. Ja. Jetzt können wir nämlich springen. Oh. Und diese Herzen auch. Ne? Und die Goombas sind nicht mehr da. Ja, das waren übrigens Goombas, ja. Es ist nicht witzig, dass es in diesem Spiel hier Goombas als Gegner gibt. Ich gehe erst hier rüber. Eigentlich relativ easy. Muss ich offenbar, da rieche ich das. Da komme ich noch nicht ran, da brauche ich noch Bomben. Habe ich eigentlich schon fast alles. Baller. Ah, ich weiß, das ist ja eine Truhe, die seht ihr doch. Das ist der große Boss-Schlüssel. Sozusagen, mit dem kann man quasi, wie der Name schon sagt, in den Bossraum. Wäre eigentlich gewillt, noch mal kurz nach Dings zu gehen, in die Stadt, und erstmal Bomben zu holen. Tschüss. Ach ja. Die waren im Originalspiel richtig bescheiden. Auch hier sind die richtig easy gemacht. Also das ist ja schon fast zu einfach gemacht. Aber gut. Das hat mich sowieso früher immer genervt. Deswegen war ich das hier drin. Ein Schnabel aus Stein. Mit dem Schnabel übrigens. Ja, eigentlich ist im Grunde der Schnabel eigentlich relativ unwichtig. Die Leute, die nur für die Leute halt, die nicht wissen, wie sie vorankommen sollen, kann man mit dem Schnabel nämlich hier sich Tipps geben lassen von der Eulenstatue. Na hallo, unser allererster Boss in dem Spiel, also Miniboss, sagen wir mal Miniboss. Jetzt habe ich nicht so viel gesprungen. Wow. Hab dich. Sehr schön. Ich bin wieder mal die Fee, weil ich war mal da, weil ich so blöd war, mich hab treffen lassen. Jetzt gehe ich wieder. Ich gehe doch erstmal zurück in die Stadt. Hier da relativ viel. Jetzt gehen wir schnell in die Stadt und holen uns die Bomben. Dann kann man den Raum nicht da auch noch aufmachen. Dann sollte das alles. Bomben, dann haben wir nämlich hier alles geholt in den Tank. Möwendorf, genau so heißt es. Ich weiß immer nicht, wie das Dorf heißt. Möwendorf, hey, gut. Hier gibt es übrigens irgendwo drunter eine bestimmte Muschel. Die Muscheln verhelfen glaube ich zum besseren Schwert, wenn mich jetzt alles täuscht. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ah, meine Hand schläft gerade ein. So, was gibt's denn hier Schönes? Kostet das Herzteil? 200 Rubine, das können wir uns nicht leisten. Ich glaube, kostet 200. Ja, ich sehe schon, Bomben können wir uns noch gar nicht holen. Ne? Ach, scheiße. Naja, dann hat sich das auch mal erledigt. Wo gab es doch Bomben? Ne? Wo gab es nochmal Bomben? Wo gab es Bomben? Könnte man sich Bomben bieten? Ja, ich könnte klauen, ja. Gibt übrigens auch noch Dings. Zauberpulver zu holen.
Hier muss ich sagen, das Spiel hier, dieser Kran, der war im Original einfacher. Ich kann euch auch ganz genau sagen, warum. Weil die Physik hier in dem Spiel einfach unmenschlich ist. Ja, bitte. Im Grunde schwierigsten ist es auf jeden Fall Rubine. Am schlimmsten ist es Rubine und oder das Herzteil zu bekommen, weil die gerne mal durch die Schlitze durchrutschen. Yoshi hingegen ist eigentlich relativ. Eigentlich, wenn man sich nicht gerade blöd anstellt, wie ich gerade, echt simpel. Komm schon. Na bitte. Schnapp der Yoshi. Ja, den Yoshi brauchen wir nämlich für die Tauschquest. Machen wir auch gleich nebenbei mit. Ja, schön. Ich kann euch gleich mal zeigen, warum das einfach. Am allerschlimmsten sind aber wirklich Rubine. Es hat irgendwie funktioniert. Versuche einfach mal das Geld wieder reinzuholen. Einmal versuche ich das bloß. Der Rubin ist echt. Ich sag euch, der Rubin ist beschissen. Seht ihr, wie schön der da durch die Gegend wackelt? Ja, und die Items da hinten, da fange ich gar nicht erst an. Das sind 50 Rubine. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Bomben herkriege. Ich brauche Bomben für den ersten Dungeon. Wo konnte man sich Bomben besorgen? Das weiß ich noch. Du hast dir die Yoshi-Bombe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Da wollen wir unbedingt so eine haben. Ja, das ist quasi ein Hinweis darauf gewesen, dass wir die Puppe deiner Mutter quasi bringen sollen. Und somit quasi die Tauschquest anfangen können. Und das machen wir auch gleich. Eigentlich könnte ich zuerst den Dungeon fertig machen, aber... Mich wurmt, dass ich dann noch nicht rankomme an die letzte Truhe. Sind zwar bloß, glaube ich, soweit ich weiß, Rubine oder so, oder ist, glaube ich, eine Muschel, aber im Endeffekt, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann möchte ich auch gerne alles holen. Ich meine, ich könnte auch die Schaufel zum Beispiel klauen. Also die Mama, ich behalte ihn selber. Ja, ich würde sie auch lieber selber behalten, aber die bringt sie mir leider so gar nicht. So, ich würde mal sagen, dann gehen wir hier rein, geben dem Hund die Schleife. Ach, ich habe vergessen vorzulesen. Naja, ist nicht schlimm. Wir kriegen dafür Hundefutter. Tauschen Schleife gegen Hundefutter. Ja, weil ich schon letzte Zeit genug Hundefutter erlebt hatte, von daher. Lassen wir es einfach mal so stehen. Hundefutter habe ich nicht Zeit einfach mehr als genug gesehen und gehört. Gut. Und ich nicht selber, aber. Kann es nicht mehr sehen dann. Daran, ich muss nichts dazu sagen. Daran nur, es gibt da so eine gewisse Story. Bei SmackDown. Da muss ich nicht sagen, oder? Dann wirst du wahrscheinlich schon wissen, was ich meine. Was
Was hast du denn da in deiner Hand? Nein, das ist... Genau diese Dose fehlt mir in meiner Sammlung. Bitte, gib mir das Hundefutter. Bitte, bitte, bitte. Gut, dann... Moment. Oh, danke. Gib es sofort her. Ja, dann gib mir deine Banane her. Interessant, der braucht seine die Dose für seine Sammlung und frisst es aber dann auf. Schmatz, schmatz. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber du hast... Da hast du ein paar Bananen. Wumms. Die Bananen brauchen wir übrigens dann später noch, um der Story weiterzukommen. Weil wir müssen die Tauschkiste auf jeden Fall bis zu einem gewissen Punkt machen, um in der Story weiterzukommen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die ganze Tauschquest machen müssen. Das Item, was wir am Ende kriegen, ist, glaube ich, dann nur optional. Aber bis zum gewissen Punkt müssen wir die Tauschquest durchziehen, damit wir überhaupt weiterkommen im Spiel. Ja, etwas für Hunde gegen etwas für Affen. Kein fairer Tausch. Ich überlege gerade. Überhaupt jetzt finanziell ausblenden. Dann 130. Ich weiß nicht, ob das Bomben freischaltet, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, die Schaufel kaufe. Ich muss gerade selber nachdenken. Ist beides scheiße. Von daher passt das schon, ja, das stimmt. Marien. Weißt du was? Hey, fall mich nicht an, du blöder Köter. Ist ja nicht, müssen wir halt jetzt mal den Dungeon machen, den fertigen. Ist doch kein Nerv zu überlegen, wo es irgendwelche Bomben gibt. Hier runter. Im Endeffekt muss ich eigentlich runter, weil der Raum ist eher unwichtig. Aber wir gehen trotzdem hin. Ich hab's nicht. So. Und natürlich ist... raus. Moldurm. Natürlich ist im Wurmpalast der Endboss natürlich ein Wurm. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, im Original war der definitiv einfacher. Einfacher sag ich. Schwerer. Und das fand ich dann eher besser. Ja, hier hast du bloß vier Löcher, in die du reinfallen kannst. Die anderen, die werden sich öffnen sich dann, wenn du zu lange da drauf bleibst. Und ich frage. Auf jeden Fall. Die anderen öffnen sich erst, wenn du dann länger drauf bleibst. Im Original war das ja alles schon offen. Aber naja.